Schönen guten Morgen. Ich bin Toni Omer, ein von den Pastoren hier in der EFG Keilsheim. Und ich freue mich, dass du dabei bist, ob du alleine bist zu Hause oder mit deiner Family, Smartphone, Fernseher, egal wie, egal wo. Ich freue mich, dass du da bist. Ich will schon anfangen mit einer Geschichte, das ich erlebt habe. Weil hier in unserer Gemeinde organisieren wir jeden Sommer im August ein Lager für Kinder und Teens im Alter von 9 bis 13 Jahren. Letztes Jahr war ich ein Teil eines Teams von 80 Personen, mehr als 80 Personen eigentlich. Und wir haben mitgearbeitet bei der Durchführung des Camps. In Kenia, wo ich herkomme, hatte ich noch nie an so etwas Herausforderndem teilgenommen. Denn ich bin in unsere Hauptstadt Nairobi geboren, also Nairobi ist die Hauptstadt von Kenia, und da bin ich geboren und aufgewachsen. Also ich bin ein Cityboy, ein Stadtjunge. Und wir Afrikaner sind damit beschäftigt, Steinhäuser zu bauen. Wir wollen nicht in Zelten schlafen. Wir gehen nach draußen, weil wir Essen holen müssen. Nicht, weil wir uns mit der Natur verbinden wollen. Das ist ja nicht so etwas für uns. Das nennen wir nicht Urlaub. Das ist Stress. Das ist unsere Geschichte. Das wollen wir nicht mehr. Und deshalb waren die ersten Tage bei dieser Sommerlager sehr stressig für mich. Wenn ich ehrlich sein darf, ich war genauso frisch wie die Kinder und einige Kinder waren sogar für diese Erfahrung viel besser ausgerüstet als ich. Und jetzt für die Leitung des Solarteams. Leute, Freunde, es tut mir echt leid, aber ich habe schon vergessen, wie man diesen speziellen Knoten knüpft, den ihr uns beigebracht habt. Ich habe eine Freundin gefragt und sie hat mich daran erinnert, dass diese Knoten ein Kreuzbund heißt. Ich muss nur googeln und ein bisschen proben oder ihr schickt mich ein Video. Wir kriegen das hin. Als wir unseren endgültigen Lagerplatz erreicht hatten, wurde es nach und nach leichter für mich. Also nicht ganz leicht, nur ein bisschen leichter, immerhin. Und am Ende des Lagers war ich sowohl erleichtert als auch traurig. Man kann es vorstellen. Erleichtert, weil ich meine Frau und meine Kinder vermisst hatte und weil ich wieder endlich eine heiße Dusche haben könnte. Und traurig, weil ich viele neue Freunde gewonnen hatte, von denen ich mich verabschieden musste. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen können, trotz dieser ganzen Krise, die wir jetzt gerade leben. Und in dem Zusammenhang, Team McGreen, das beste Team aller Zeit. Und während solcher Lager kommt es häufig vor, dass das Wetter sich häufig wechselt. Es ist doch schließlich ein Outdoor-Camp, also draußen im Wald. Und wir schlafen im Zelten draußen im Wald. Die Leiter des Lagers sind erfahrene Leute. Und sie wissen, was man tun muss, wenn wir schlechtes Wetter erleben. Letztes Jahr zum Beispiel hatten wir eine Nacht, in der wir alle aus unseren Schlafzelten aussteigen und in einem ausgewiesenen Bereich warten mussten, bis der Sturm vorüber war. In einigen früheren Lagern, also nicht von uns, ich glaube von anderen, mussten die Menschen vollständig evakuiert werden wegen Sturm. Und ich bin so dankbar, dass die Lagerleiter, dass die wissen, was man tun muss, wenn so etwas passiert. Und es ist ein großer Trost für alle Eltern, vor allem die Eltern, die jetzt ebenfalls zuschauen. Ich habe noch eine Frage für dich. Wie würdest du dich fühlen, wenn du ein solches Lager besuchst und einem Sturm aufzieht und die Lagerleitung genauso ahnungslos sind wie du? Würdest du denn dein Kind zu einer solchen Veranstaltung schicken? Wie lange würde es dauern, bis diese Lager verboten würde und die Betreuer des Lagers Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren nicht einmal mehr anschauen dürften? Es ist schon wichtig, dass die Lagerleitung wissen, was man in so einer Situation reagieren soll. Lass uns das ein bisschen buchstäblich, ein bisschen höher nehmen. Stell dir vor, du befindest dich in einem Flugzeug auf einem Langstreckflug von Deutschland nach Australien. Das ist eine Reise von mindestens 20 Stunden, 55 Minuten. Und ja, ich habe es gegoogelt. Du sitzt auf deinem Platz und versuchst, Blickkontakt mit dem Kind zu vermeiden, das weint, seit du ins Flugzeug gestiegen bist und das gerade aufgehört hat, seine Mutter zu stressen.
Der Start verläuft ohne jegliche Ereignisse und der Flug dauert schon 2 Stunden und verspricht lang genug zu sein, um alle Episoden meines Lieblingsfilms, Der Herr der Ringe, zweimal zu sehen. Und plötzlich gibt es große Turbulenzen und das Zeichen zum Anlegen des Sicherheitsgurtes blinkt, die Sauerstoffmasken fallen herunter und man versucht sich zu erinnern, was die Flugbegleiterin angesagt hat am Anfang. Niemand achtet auf sie. Oder bin ich der Einzige, der nicht so aufpasst? Egal. Die Stimme des Piloten kommt über das Flugzeug und man erwartet, ihn die gewohnte Ansage machen zu hören. Liebe Fluggäste, wir befinden uns in einigen Turbulenzen und bitten Sie, sich anzuschnallen, Ihren Sitz in eine aufrechte Position zu bringen und den Gang zum Waschraum zu vermeiden. Bitte befolgen Sie diese Anweisung, bis wir Ihnen etwas anderes mitteilen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Sowas erwartet man in so einer Situation. Was würde passieren, wenn stattdessen die Piloten fangen an, laut zu beten, hysterisch schreien und sagen, oh mein Gott, was soll ich machen, Hilfe. Die Flugbegleiterinnen heulen wie wild und die einzige Person, die im Flugzeug nicht in Panik gerät, ist das Baby von damals, das nun fest eingeschlafen ist, ohne jede Sorge auf der Welt. Und Jesus und seine Jünger waren auf einer Reise und genau so eine Situation haben sie erfahren. Seine Jünger waren erfahrene Fischer. Sie befinden sich in einem Sturm, der den erfahrenen Fischern eine schreckliche Angst einjagt. Und genau diese Situation, die ich jetzt beschreiben wollte, finden wir in Markus Evangelium, Kapitel 4 und Versen 35 bis 41. Markus 4, 35 bis 21, bis 41. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. So sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Jesus hat den ganzen Tag gelehrt und ist jetzt erschöpft. Er schlägt seinen Jüngern vor, dass sie auf die andere Seite gehen sollen. Sie lassen die Menschenmenge zurück und nehmen ihn im Boot mit, so wie er war. Als sie auf die andere Seite fuhren, brach ein großer Sturm los. Und diese Geschichte findet sich auch in Matthäus Evangelium Kapitel 8 und Lukas Evangelium Kapitel 8. Lukas berichtet in seinem Bericht über dieses Ereignis, dass diese Winde auf den See niedergingen. Er macht das, um zu vermitteln, dass sie die Hänge hinunterrasten und über die Wasseroberfläche peitschten. Matthäus beschreibt das heftige Schütteln des Sturms mit dem Wort Seismus, von dem sich das Wort Seismologie ableitet. Und das ist die Wissenschaft und das Studium von Erdbeben und ihren Phänomenen. Dies war kein gewöhnlicher Sturm. Der See Genezareth liegt 209 Meter unter dem Meeresspiegel auf dem Grund eines Grabens zwischen den arabischen Wüsten und dem Mittelmeer. Unerwartet peitschen die Winde über die Berge und die Schlucht hinunter und heißen die Turbulenzen so plötzlich und heftig auf. Wir können uns also nur vorstellen, welche Schrecken die Menschen in den groben kleinen Segelbooten des ersten Jahrhunderts empfanden. Markus gibt an, dass Jesus im Heck auf einem Kissen lag und Wind und Wellen nicht wahrnahm. Während ihrer Reise überwältigten die Wellen die Besatzung und begannen das Schiff zu füllen.
Der Sturm ist zu stark. Die Jünger sind zu schwach. Und ich glaube, wir können uns mit etwas Überwältigendes durch. Jeder von uns wird irgendwann mindestens einmal etwas Überwältigendes durchmachen. Die Jünger waren in ihrem Leben mit vielen Dingen konfrontiert worden und solche Stürme waren in dieser Region weit verbreitet. Tatsächlich geschehen sie noch heute. Dieser Sturm hat jedoch etwas Unerwartetes an sich. Es war so groß, dass man es nicht als gewöhnlichen Sturm bezeichnen könnte. Und was ist die größte Herausforderung, vor der du je gestanden hast? Und warst du in der Lage, sie erfolgreich zu meistern? Wenn ja, wie hast du das geschafft? Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir mit dieser Pandemie derzeit vor einer der größten Herausforderungen unserer Zeit stehen. Niemand weiß genau, wann wir ein Heilmittel oder einen Impfstoff bekommen werden. Selbst wenn wir es heute bekommen würden, würde es noch einige Zeit dauern, bis wir zu einer Art Normalität gelangen können. Ganz gleich, was jetzt passiert, es wird eine neue Normalität geben. A new normal. Wie stellen wir uns diese gemeinsame Herausforderung? Wie wirst du den Herausforderungen begegnen, die entweder in deinem Leben vorhanden sind oder die um die Ecke warten, um dich zu konfrontieren? Eines ist sicher, in diesem Leben wird es immer etwas geben, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Auf jeden Fall bekamen die Jünger von Jesus Angst und da aus gutem Grund. Sie haben nicht überreagiert. Viele waren erfahrene Fischer, die an das gewalttätige Temperament dieser besonderen Meeres gewohnt waren. Sie verstanden den Ernst ihrer Lage besser als die meisten anderen. Ich habe wenig Zweifel, dass die meisten von uns ihre Panik geteilt hätten. Vor allem ich, der noch ein paar Schwimmenunterricht nehmen muss. Nicht weniger als 7 der Jünger waren Fischer, darunter Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes. Sie hatten ihr Leben damit verbracht, auf dem See zu navigieren und waren mit dem, was ihre Boote aushalten konnten, bestens vertraut. Dass sie vom Wind und von den Wellen erschrocken waren, unterstreicht die extreme Natur dieses Sturms. Diesen erfahrenen Fischern, die mit den Bedingungen auf dem See vertraut waren, wurde klar, dass ihre eigenen Anstrengungen dem heftigen Sturm nicht gewachsen waren und sie gerieten in Panik. Hast du jemals eine so große Herausforderung erlebt, dass nichts, was du versucht hast, funktioniert hat? Machst du im Moment vielleicht etwas Ähnliches durch? Bist du über das Schweigen Jesus frustriert geworden? Wenn dieses Schweigen jetzt so frustrierend ist, so stell dir es eine ewige Stille vor für diejenigen, die das ewige Leben getrennt von Jesus verbringen werden. Zweifelst du an Jesus Vorsorge oder Einteilnahme für dich? Was tust du, wenn all dein Fachwissen, deine Ausbildung und Erfahrung versagen? Was tust du, wenn selbst die Menschen, die du um Hilfe bittest, dich nicht aus deiner Notlage herausholen können? Die Jünger versuchten alles, was sie konnten, und als es nicht klappte, weckten sie Jesus auf. Sie waren frustriert über seinen anscheinend mangelnden Einsatz und sein mangelndes Einfühlungsvermögen. Dann geschah etwas Erstaunliches. Jesus hat nicht nur den Sturm beruhigt, er hat große Ruhe in einen großen Sturm gebracht. In einem einzigen Augenblick tat er mühelos das, was sie mit all ihrer Mühe nicht erreichen konnten. Die Worte, mit denen er den Sturm beruhigte, waren Worte, mit denen man zum Beispiel ein rüpelhaftes Kind zurechtweisen würde. Ich habe selber 3 Kinder, alle sehr jung. In unserem Haus gibt es eine Menge Lärm, Weinen, Klagen, Lachen und so weiter. Und ziemlich oft muss ich meinen Kindern das gleiche Gebot geben: Schweigt, seid still! Oder auf gutes Deutsch: Halt der Gosch! Ich muss sagen, dass der Sturm Jesus gehorsamer war als meine Kinder mir gegenüber. Während Jesus ein Gebot gab, scheine ich nur bei mir zu Hause Vorschläge zu machen, die befolgt oder nicht befolgt werden können. Jesus hat Macht über den Sturm. Das ist ein Aspekt von Jesus, den wir in vielen christlichen Kreisen nicht oft dargestellt sehen. Wir kennen Jesus als unseren Freund, Bruder und engen Gefährten.
Zu Recht nennen wir ihn den vertrauten Gefährten, den, der uns nie verlassen wird. Und obwohl das wahr ist, versäumen wir es recht oft, seine Gottheit anzuerkennen. Er ist ein verzehrendes Feuer. Er ist derjenige, der die Erde ins Leben gerufen hat. Er ist der Herrscher über Himmel und Erde. Er ist Gott, der in menschliche Gestalt kam und jetzt in Entscheidung und Macht erstaunlich ist. Und während es möglich ist, diese Beruhigung des Sturms zum Mittelpunkt dieser Botschaft zu machen, hat sie meiner Meinung nach einen anderen Schwerpunkt. Ich denke, der Hauptpunkt dieses Abschnitts ist die furchterregende Macht und Majestät Jesu und der Glaube der Apostel oder der Fehlen eines solchen. Wie konnten sie ihm nicht vertrauen, nachdem sie alles gesehen hatten, was er zuvor getan hatte? In unserem Fall würde ich die gleiche Frage stellen. Wenn man gesehen hat, was Jesus zuvor getan hat, wie kann man ihm dann nicht vertrauen? Ich sage das nicht, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich sage das, damit du großes Vertrauen haben kannst. Selbst wenn Jesus unglaubliche Herausforderungen auf dich zukommen lässt, wirst du ihm dann immer noch vertrauen? Er war bereit, sein eigenes Leben für dich zu geben. Bezweifelst du, dass er deinen Schmerz und deine Sorgen sieht? Die große Angst, die die Jünger während des Sturms erlebt hatten, wurde durch eine große Ehrfurcht ersetzt. Sie hatten immer noch Angst, aber es war eine andere Art von Angst. Es war eine Ehrfurcht, die den Status der Person, die sie jetzt in einem neuen Licht gesehen hatten, widerspiegelte. Ist dies das Bild, das du von Christus hast? Ist er noch in der Krippe, Baby Jesus, oder sitzt er zu Rechten des Vaters? Der Apostel Johannes wird als der Jünger beschrieben, der Jesus liebte. Und doch, als er Jesus im Buch der Offenbarung sah, fürchtete er sich sehr, weil Jesus ist nicht auf einem Kruzifix, ist kein Gemälde an der Kapellendecke, ist kein Wandbehang, kein Liedchor, kein Buchtitel, kein Name, mit dem man achtlos um sich wirft. Er ist der Schöpfer selbst, der mit einem einfachen Befehl Dinge geschehen lassen und verhindern kann. Wenn er einem Sturm befehlen konnte, aufzuhören, kann er dann nicht auch Ruhe in deinem Leben gebieten? Ich möchte dich mit dieser Frage verlassen. Und das ist nicht nur eine Frage, es ist auch eine Ermutigung von Jesus zu uns. Warum hast du Angst? Hast du immer noch keinen Glauben? Ich bete mal denn für uns. Jesus, thank you. We don't know what it means to fully trust you. We are still trying, we are still growing. But there are so many things we don't understand. And sometimes we go through things that are too difficult for us to understand. And I pray that you help us to trust you no matter what the storm looks like. To trust you because you will do the right thing. Sometimes you let us go through the storm. And sometimes you save us quickly out of the storm. No matter what happens, Jesus, we should know that you love us and you have a plan that no one can change. Help us to have this peace in every storm. In your holy name we pray. Amen.